Okay, wir wollen uns das Factory Pattern in der Praxis anschauen und dazu ein kleines Beispiel machen. Wir brauchen zuerst eine Factory bzw. ein Interface. Also als erstes, wir machen als Beispiel eine Fahrzeugfactory, also ein Vehicle Factory. So, die Vehicle Factory ist eine Fabrik, da werden Fahrzeuge gebaut, welche gebaut werden. Ist dann abhängig davon, was wir konkret wollen oder brauchen. Also, welche Arten von Fahrzeugen wollen wir haben? Wir brauchen zuerst einmal ein Interface, ein iVehicle. Unser Vehicle hat auf jeden Fall eine Methode, move to. Also ein Interface und eine Implementierung. Also so. Okay, und dann gibt es verschiedene Varianten von Vehikel, verschiedene Klassen, die dieses Interface implementieren, wie zum Beispiel ein Car. So, wir implementieren das Interface iVehicle. Steuerung. Enter. Car is moving to two. Also nur eine Dummy-Implementierung. Dann machen wir ein weiteres Vehikel. Was implementiert ebenfalls das Interface. ConTheRightLine. Bus is moving to two. Okay, und jetzt brauchen wir noch für die, also wir haben das Interface, wir haben einen Bus und ein Auto und wir haben die Factory, die hat noch keinen Code drinnen, aber die Fabrik muss ja wissen, was sie produziert. Also brauchen wir noch irgendwie eine Unterscheidung. Dazu bietet sich in diesem Fall ein Enum an. Public Enum, Vehicle, Vehicle Types. Dann machen wir Car und wir machen Bus. Okay, unser Factory erhält nun eine Methode, die kann statisch sein oder auch nicht. Häufig ist sie statisch gewählt und diese Methode ist jetzt die Fabriksmethode, die ein Vehikel erzeugt. Also machen wir hier eine Methode, die public ist, ein Vehikel zurückgibt. Wir nennen das Create Vehicle und übergeben den Typ. Also, welche Art erzeugt werden soll. Die Factory ist eben dazu da, ein Objekt zu erzeugen. Wir sparen uns bei der Verwendung das New. Dafür gehört in die Factory natürlich die Logik rein, wie konkret ein Bus oder ein Auto erzeugt wird. Welche Initialisierungsmethoden aufgerufen werden sollen, beziehungsweise welche Standardeigenschaften vielleicht gesetzt werden sollen. Okay, in unserem Fall ist der Code relativ simpel. Wir haben gesagt, wir machen die Methode static und wir machen einfach switch, je nachdem, welcher Typ übergeben wird, wird das entsprechende Objekt instanziert und zurückgegeben. Bitte ein New Bus und im Default werfen wir eine Fehlermeldung, eine Not Supported Exception, Invalid Vehicle Type. Okay, und das ist so. Das ist unsere Fabrik, das ist die entsprechende Fabriksmethode. Die bekommen einen Typ übergeben, welche Art von Objekt soll erzeugt werden, erstellt je nach diesem Typ dann die entsprechenden Objekte und liefert diese als das entsprechende Interface zurück. Die Verwendung ist nun sehr einfach und straightforward.
Wir brauchen ein I Vehicle. V1 ist gleich Vehicle Factory. Create Vehicle. Und was wollen wir haben? Wir hätten gerne einen Bus bzw. ein V2. Auto move to somewhere move to in the world. Also wir erwarten uns, dass hier eigentlich ein Bus erzeugt wird. Diese wird nach somewhere fahren und car create Vehicle mit Car wird ein Auto erzeugen und das wird dann in the world irgendwo hinfahren. Und dann sehen wir kurz, ob das so funktioniert. Jawohl. Wie erwartet. Also, eine Factory ist dafür da, Objekte zu erzeugen und wir verwenden dann lediglich entsprechende Interfaces, die das Minimum beinhalten, die so ein Objekt entsprechend beschreiben. In anderen Programmiersprachen wäre das vielleicht kein Interface, sondern eine abstrakte Basisklasse und die entsprechenden Elemente müssen halt dann diese Klasse implementieren. Wir haben in diesem Fall hier ein Enum übergeben, das kann natürlich auch jede andere Art und Weise sein, zum Beispiel ein String, wobei so Magic Strings immer relativ gefährlich sind. Es könnte eine andere Typangabe sein, etc. etc. Je nachdem, was der Anwendungsfall für günstig, also was sich für günstig erweist. Auch ob das eine statische oder nicht statische Methode ist, man kann die Factory generisch machen und sozusagen auch generische Varianten implementieren, machen wir vielleicht mal in einem anderen Video. Soweit als ersten Einblick in das Factory Pattern. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir immer ein Abo hier.